Ersten Chroniker, Kapitel 26. Von der Ordnung der Torhüter. Unter den Chorhütern war Meselemia, der Sohn Chores, aus den Kindern Asafs. Die Kinder aber Meselemias waren diese: der erstgeborene Zacharia, der andere Jediel, der dritte Sebadia, der vierte Jatniel, der fünfte Elam, der sechste Johanan, der siebente Eljönai. Die Kinder aber Obed-Edoms waren diese: der erstgeborene Semaja, der andere Josabat, der dritte Joa, der vierte Sachar, der fünfte Netanel, der sechste Amil, der siebente Isachar, der achte Pegultai, denn Gott hatte ihn gesegnet. Und seinem Sohn Semaja wurden auch Söhne geboren, die im Hause ihrer Väter herrschten, denn es waren starke Helden. So waren nun die Kinder Semajas Adni, Refil, Obed und Elsabat, des Brüder fleißige Leute waren, Eliu und Samachia. Diese waren alle aus den Kindern Obed-Edoms, sie samt ihren Kindern und Brüdern, fleißige Leute, geschickt zu Ämtern, waren 62 von Obed-Edom. Meselemia hatte Kinder und Brüder, fleißige Männer, 18. Hossa aber aus den Kindern Meraris hatte Kinder den vornehmsten Simri, denn es war der Erstgeborene nicht da, darum setzte ihn sein Vater zum vornehmsten. Den andern Hilkia, den dritten Tebalia, den vierten Zacharia. Aller Kinder und Brüder Hossas waren 13. Dies ist die Ordnung der Torhüter unter den Häuptern der Helden am Amt neben ihren Brüdern, zu dienen im Hause des Herrn. Und das Los ward geworfen, dem Kleinen wie dem Großen, unter ihrer Väter Hause, zu einem jeglichen Tor. Das Los gegen Morgen fiel auf Meselemia, aber seinem Sohn Zacharia, der ein kluger Rat war, warf man das Los, und fiel ihm gegen Mitternacht. Obed-Edom aber gegen Mittag und seinen Söhnen bei dem Hause Esupim. Und Supim und Hossa gegen Abend bei dem Tor, da man gerät auf der Straße der Brandopfer, da die Hut neben andern steht. Gegen den Morgen waren der Leviten 6, gegen Mitternacht des Tages 4, gegen Mittag des Tages 4, bei Esupim aber jetzt wen und zwen. An Parbar aber gegen Abend 4 an der Straße und zwen an Parbar. Dies sind die Ordnungen der Torhüter unter den Kindern der Chorhüter und den Kindern Meraris. Von den Leviten aber war Aja über die Schätze des Hauses Gottes und über die Schätze, die geheiligt wurden. Von den Kindern Ledans, der Kinder der Gersoniten. Von Ledan waren Häupter der Väter, nämlich die Jehieliten. Die Kinder der Jehieliten waren Setan und sein Bruder Jöl über die Schätze des Hauses des Herrn. Unter den Amramiten, Jezeariten, Hebroniten und Usiliten war Sebül, der Sohn Gersoms, des Sohns Moses, Fürst über die Schätze. Aber sein Bruder Elisa hatte einen Sohn Rehabia, des Sohn war Jesaja, des Sohn war Joram, des Sohn war Sichri, des Sohn war Selomit. Derselbe Selomit und seine Brüder waren über alle Schätze der Geheiligten, welche der König David heiligte, und die obersten Väter unter den obersten über 1000 und über 100 und die obersten im Heer. Von Streiten und Rauben hatten sie es geheiligt, zu bessern das Haus des Herrn. Auch alles, was Samuel, der Seher, und Saul, der Sohn Kis, und Abner, der Sohn Ners, und Joab, der Sohn Zeruias, geheiligt hatten, alles Geheiligte war unter der Hand Selomits und seiner Brüder. Unter den Jezeariten war Chenania mit seinen Söhnen zum Werk draußen über Israel, Amtleute und Richter. Unter den Hebroniten aber war Hasabia und seine Brüder, fleißige Leute, 1700, über das Amt Israels diesseit des Jordans, gegen Abend, zu allerlei Geschäft des Herrn und zu dienen dem Könige. Item, unter den Hebroniten war Jeria, der vornehmste unter den Hebroniten seines Geschlechts unter den Vätern. Es wurden aber unter ihnen gesucht und funden im 40. Jahr des Königreichs Davids fleißige Männer zu Jeser in Gilead. Und ihre Brüder, fleißige Männer, 2700 oberste Väter.
Und David setzte sie über die Rubengitter, Gitter und den halben Stamm Manasse zu allen Händen Gottes und des Königes.